Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships, hier mit eurem Free Agent, heute auf der Karte Nachbarn, in so einem schönen Zufallsgefecht, drei Caps wollen erobert werden und das Ganze heute mit der Scharnhorst, die ist mir nämlich bei der Reise durch die deutschen Schlachtschiffe so ein bisschen entfleucht, da schulde ich euch noch einen Clip und der kommt jetzt und jetzt wollen wir mal gucken, was denn hier so geht. Ja, die Scharnhorst als Tier 7er Schlachtschiff ist ja prädestiniert dafür, nicht Fisch, nicht Fleisch, weiß manchmal nicht wohin. Ganz oft ist man mit 8er und 9er unterwegs, da muss man allerdings sagen, dass die Scharnhorst da durchaus konkurrenzfähig ist und da mitfahren kann. Allerdings ist es da schwerer, den Damage zusammenzukriegen, aber man hat halt auch Matches so wie hier, dass man halt die Bergaluten hier anführt, der größte Kopf im Teich ist und insofern dann auch viele, viele Gegner hat, die einem nicht ganz so viel zuzusetzen haben. Das Team hat sich hier entschieden, sie wollen Richtung B und C. Das machen wir mit, da kennen wir nichts, weil bleibt uns ja auch nichts anderes über. Wenn ihr jetzt alleine hier zu A dümpeln, dann stehe ich da, lasst mich da wegschießen und habe nicht viel gewonnen. Fahre hier allerdings erstmal Richtung A, damit ich meine Geschütze nach rechts ausrichte, dann nach links einlenke. Und so lange wie möglich dann Richtung A vielleicht nochmal so ein bisschen weit rüber schicken kann. Mit der Range von der Scharnhorst geht das ja auch ganz gut. Dann nochmal den Königsberg. Die sind immer noch schön weich. Franz Eugen. Ja, Franz Eugen. Mal gucken, ob wir dir weit in die Seite drücken können. Aber da rutschst du schön raus da. Also erst der Versuch misslungen, aber da die Scharnhorst ja nun wirklich eine angenehme Reloadzeit mit 90 Sekunden hat, kann man das auch gleich nochmal versuchen. Und die Granaten hier losschicken. Ja, die Scharnhorst ist ja gerade, was so der Vergleich mit der Gneisenau hier im Schwesternschiff betrifft, ein bisschen unterbewaffnet mit ihren knappen 290 mm Geschützstärke. Passt da nicht so viel wie bei den anderen Deutschen mit 380. Aber mein Gott, das finde ich, wird durch die Reload-Zeit locker wieder ausgeglichen. Was passiert hier jetzt? Warum kriege ich hier so viel Feuer? Da steht auch garantiert wieder so ein kleiner, schneller, fieser DD. Direkt an der Ecke. Das ist hier nämlich auf der Karte Nachbarn beliebt. Die Ecke müsst ihr euch merken. Ja, da brennt er mich auch an. Und jede Wette, dass das die Blischka ist. So, wenn ich mir mal die Schussfolge da so angucke, vorher jetzt hier nochmal auf den Königsberg abgesetzt. Und der steht da, der hat sich da direkt angepresst da an den Felsen da. Da hoffe ich, dass Wargaming das im nächsten Update vielleicht mal ändert. Da ist sie. Weil da stehen die dann, spielen Standgeschütz und ballern da nur rüber. Die Hälfte von ihren Schüssen geht da in die Insel. Aber die andere Hälfte geht halt permanent rüber, so wie hier jetzt. Jetzt hat er nachjustiert und jetzt kommen die Schüsse wieder. Und das hat ja nun nichts hier mit Schiffe fahren zu tun, sondern eher... Da macht er sich zur Standfestung. Ob das so sinnig ist, mag hier jeder selber wissen. Ich finde, das ist so ein bisschen dröge und tut nicht Not. Aber wenn Wargaming da einmal ein bisschen an der Insel bastelt, dann ist da auch nichts mehr mitstehen. So, wie auch immer, hier jetzt auf die Königsberg Nummer 2 abgesetzt. Leider Gottes wieder daneben genagelt. Naja, 1254 sind da noch reingegangen und nochmal 2,5. So einer kleinen Königsberg, die hat halt nur 24.000 Punkte, der tut halt schon ganz schön weh. Und da haben wir die Blischka, ich versuche das jetzt mal. Jetzt will sie nämlich auch los, also mal schön auf die Insel da vorne, auf den Zipfel da abgesetzt. Mal gucken, ob ich hier zur Strafe, dass sie der Stadt einen verpassen kann. Aber da ging leider alles daneben. Ja, wir haben mittlerweile C eingenommen, der Gegner hier B, weil unsere Mannen alle Richtung C fahren, das seht ihr ja hier. Das ist auch so eine Unart auf der Karte hier, dass man sich da so in einem Camp versammelt. Aber es hat auch keinen Sinn, da als Lone Wolf da irgendwas anderes zu versuchen. Da musst du einfach mit den Leuten mitfahren und dann hoffen, dass die sich nicht so schnell rausnehmen lassen, dass du dann, wenn man durch C da durch ist, dann vielleicht von der anderen Seite attackieren kann. So, die Königsberg vom Anfang, unser Franz Eugen da, der hat auch mittlerweile gut gelitten, hat nur noch 6000 Punkte. Will jetzt A mit einnehmen und das haben wir ihm vernagelt. Die 6000 Punkte sind meine. Zitadellentreffer zur Belohnung obendrauf, der nicht mehr nötig war, aber das haben wir ja gerne mit der letzten Salve. Aber was viel wichtiger war, einmal defended, hat aber leider nicht gereicht, weil er da die wenigsten Punkte hat. Da haben Gneisenau und Bayern vom Gegnerteam
leider Gottes die Punkte gehabt. Ja, und wenn man sieht, was da jetzt alles aufgeht. Der Gegner macht es also auch, fährt alles straight away Richtung A. So fahren wir jetzt hier gegenseitig voneinander weg. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier Breitseite zu Breitseite fighten. Da kommst du dir vor wie bei einer alten Segelschlacht. So, hier schön 4000 in der Fukudoka. Da hat er sich zu sehr auf den Vordermann hier konzentriert und nicht auf meine Salve geachtet. Das versuchen wir jetzt gleich nochmal. Da rauschen sie rüber. Und da gibt es zwei Zitadellentreffer und einen Ausfall. Das dürfte ihm richtig wehgetan haben. Da dürfte jetzt nicht mehr so viel von ihm da sein. Und der Verbündete hat ihn rausgenommen. Damit sind wir wieder einen Gegner los. Hier haben wir jetzt den König. Auch ein sehr schönes Schiff, fahre ich sehr gerne. Hält unheimlich viel aus. Aber hier hat er sich mal von der Scharnhorst schön einen einschenken lassen. So, Gneisenau, Schwester zu Schwester. Wollen wir mal schauen, was wir dir so in die Seite drücken können hier. Da laufen Torpedos, die sind aber weit weg von mir. Und da haben wir hier 4000 in der Seite. Ja, man sammelt halt mit der Scharnhorst die Punkte. Da macht man wirklich mit dem dauerhaften Beschuss, mit der Reload-Zeit seinen Damage nachher. Und selten, dass man da halt wirklich richtig böse Treffer hat. So wie bei der Futaka eben. Das ist halt auch nicht unbedingt der Gegner für so eine Scharnhorst. Der hat einfach Pech gehabt. Aber hier wieder 5700 und so läppert sich das durch die Reload-Zeit und dann kommt man nachher dann auch auf seinen Damage. Immerhin haben wir jetzt schon 68.000 zusammen. Und es ist ja noch genügend da an HP. So, die beiden drehen ein bisschen blöd. Die Bayern steht etwas besser, aber ich muss hier auf meinen Vordermann auch nochmal achten. Ja, die hauen mir nur noch den Hintern zu. Also nehmen wir die Bayern, setzen wir darauf ab. Wenn die beiden da hinten gemeinschaftlich jetzt den Fluchtmodus angemacht haben, gibt es hier halt 2800 in die Bayern. Ja, auch die Bayern hatten sehr, sehr guten Panzerungsgürtel. Das ist nicht einfach, da durchzukommen. Wird es jetzt Torpedos? Oh, 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 oh. Aber die müssten breit genug. Ja, hier ist ein großes Tor. Da ist keine Gefahr, den Torpedo hier zu schlucken. Und die sind jetzt auch aus. Sehr schön. So, die Bayer geht hier viel mehr in den Infall als die beiden Gneisenau da hinten. Ist nur noch 9 Kilometer entfernt. Meine Sekundäre, die arbeitet hier noch nicht. Der Kapitän, der gerade auf der Scharnhorst ist, ist nicht der Beste. Der ist zur Ausbildung hier. Aber auch da ist die Scharnhorst ideal für, dass man da seinen nächsten Captain mit hochzieht. Da hinten ist eine Molotow von der Fuso. So, Fuso, halt still. Mal gucken, ob wir dir vernünftig einen in die Seite drücken können. Bei 10 Kilometer ist das ja eigentlich der ideale Abstand, aber auch hier kommen nur 3000 Damage zusammen. Also man muss bei der Scharnhorst wirklich zusammensammeln, was geht. Das ist halt vom Kaliber her nicht das Größte, was man so haben kann. Auf der anderen Seite ist es... Ups, was macht denn die Blischke hier? Ein bisschen kuscheln, da habe ich sie dann auch noch hinten erwischt. Oh, 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 sorry dafür, aber mit dir habe ich jetzt auch an meiner Seite nicht gerechnet. So, wo waren wir hängen geblieben? Torpedos, wo? Oh, wo, wo? Ja, die Scharnhorst ist halt nicht unbedingt das Kräftigste, aber auf der anderen Seite hat man hier einen Kreuzer mit wirklich guter Panzerung und guten HP-Zahlen, während hier die Fuso wieder mit dem Zitadellentreffer zum Schluss rausgeht. Und jetzt haben wir endlich die Blüschka auf freiem Feld hier. Warum die gerade so langsam ist, weiß ich nicht. Die zählt darauf, dass sie so klein ist, dass sie schon nicht getroffen wird. Aber da kriegt sie 5000 und 2000 mittlerweile die Unterstützerauszeichnung dazu bekommen. Und vernünftig an der Blüschka für den anfänglichen Beschuss gerecht. So, Molotow. Ja, auch ein Brandstifter vom Herrn. Allerdings auch nicht unbedingt das, was der Scharnhorst jetzt sehr gefährlich werden kann. Klar, sie können einen immer wieder anbrennen. Aber von der Panzerung her natürlich nichts, was sie den Geschützen hier entgegenzusetzen hat. So. Ja, da brennen wir wieder. Das lösche ich jetzt gleich, weil die Molotow mal auch gleich wieder mich in Brand stecken wollte.
und ja, wieder nicht rausgenommen, wieder nur 2x 1254. Das ist es halt, mit dem anderen Schlachtschiff hätte man wahrscheinlich die Molotow mittlerweile zu Neptun geschickt. Das ist das, wo man halt mit der Scharnhorst so leben muss. So. Jetzt versteckt sie sich dahinter, aber das hat ihr nichts mehr genützt. Da ist sie auch raus. Mittlerweile Kill Nummer 3. Unsere Blischka jagt hier die andere Blischka. Schön aus dem Camp raus. Vielleicht kriegen wir hier B dann doch irgendwann mal eingenommen. Wobei wir führen gut mit den Punkten. Mit den Schiffen auch. Aber haben natürlich auch noch die größten Brocken hier vor der Nase, die beiden Gneisenau. Mit ihren Geschützen können die wesentlich mehr Schaden machen. Aber natürlich nicht, wenn sie sich da hinten hinter Inseln verstecken. Dann natürlich nicht. So, jetzt wird auf B eingedreht. Jetzt reicht das. Ich will hier B jetzt langsam einnehmen. No, auf Nummer sicher gehen, falls sich hier meine Mann doch noch wegschießen lassen. Haben wir alle schon erlebt. Man denkt, man führt gut. Und ehe man sich versieht, steht das 3 Minuten später anders. Weil die Leute dann böse Treffer kassiert haben und schneller untergegangen sind, als man gucken konnte. Bevor ich jetzt hier B attackiere, heile ich nochmal hoch. Hab ja noch nicht so viele Punkte gelassen. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich mich nicht gleich hier von zwei Seiten Beschuss kriege. Also gut wäre, wenn hier jetzt eine der beiden Gneisen herausfliegen würde und man die rauskriegen könnte. So. Rage 987 hat 6200 in die Seite gekriegt. Damit gab es dann auch die Großkaliber-Auszeichnung. Mittlerweile haben wir die 100.000er-Grenze hier auch gut überschritten. Aber auch der läuft wieder nur weg. Steht jetzt ziemlich schräg da. Ja, und jetzt ist er aus. Dafür geht die zweite Gneisenau auf hier. Oh, da hat er nochmal böse einen kassiert. Hat jetzt noch 4000 Punkte. Gucken, ob wir das Schwesternschiff hier genauso zusammenstauchen können. Der steht so schön schräg, dass das eigentlich, ja, prädestiniert ist. Aber da gibt es dann mal wieder nur 2300 Punkte. Aber zwei Verteidigungen dafür sorgen, dass sie hier C vielleicht nicht einnehmen können. Und wir zu guter Letzt dann doch noch Punkte verlieren. Ja, was ich auch sehr schön finde an der Schar, das ist die Geschwindigkeit. Das ist gar nicht so schlecht. Da haben sie mir den Hauptturm kurzfristig verbogen, aber Gott sei Dank nur kurzfristig. Und da wird wieder mit HE geschossen. Das hätte ich mit den 380ern vielleicht nicht gemerkt. Aber das muss ja jeder selber wissen. So, da hinten ist noch die König. Da sind noch richtig Punkte dran. Vierzehn Kilometer ist ja auch nicht so weit weg. Und dann schauen wir mal, ob wir von den Punkten noch was abkriegen hier. Ja, wieder nur 760. Der wehrt sich auch. Aber da habt ihr gesehen, volle Salve. Nichts ist passiert. Die Panzerung der Scharnhorst ist einfach wunderbar. Also ich kann das Schiff eigentlich wirklich nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht im Hafen habt. Und Bock auf einen Schlachtkreuzer habt, der schnell schießt. Dann ist das wirklich ein schönes Schiff. Die Gneisenau hat mich mal wieder in Brand gesteckt. Da sage ich einfach mal nichts mehr zu. Die beiden Burschen sind mir einfach zu weit da weg ständig. Wobei das auch immer noch die Blischka gewesen sein kann. Die lebt nämlich tatsächlich immer noch. Jo, das dürfte auch die Blischka gewesen sein. Ich nehme alles zurück. Die schießt nämlich fleißig weiter in meine Richtung hier. Da habe ich irgendwie ein Abo auf ihre Schüsse. So, aber jetzt wollen wir das Ganze hier langsam mal zu Ende führen. B haben wir auch fast eingenommen, damit haben wir 3 Caps. Schauen, dass wir jetzt die König hier rauskriegen. Naja, 5000 Punkte. Das kann sich doch auch schon wieder sehen lassen. Es sind nie so die richtigen Volltreffer oder nur sehr, sehr selten mit der Scharnhorst, aber sie sammelt ihren Kram zusammen, da ist nichts gegen zu sagen.
Und in 5 Minuten ist das Spiel vorbei. Und da gab es mal richtig einen. Das waren 10.000. Auch da ist die Scharnhorst nicht geizig und zeigt uns das zwischendurch, dass sie doch eigentlich kann. Aber wie gesagt, das kommt halt nicht ganz so häufig vor. Und damit ist die König raus. Sehr schön, hat sich der Verbündete geholt. Da haben wir die Gneisenau jetzt mit 5.800 Punkten. Schön breitseitig. Volle Salve abgesetzt. Rüber da jetzt nur noch 1.200 Punkte. Schauen, dass wir der König da helfen. Und da ist sie raus. Sehr schön. Das ist Kill Nummer 4. Das Ding hier ist fast gelaufen. 948 Punkte. Jetzt kommt für den Gegner nichts mehr zusammen hier. Und das Ding ist gerettet. Dann die Gneisenau. Da hinten komme ich nicht ran. Die ist zu weit weg. Also versuchen wir es hier nochmal mit der Blischka. Die dürfte ja jetzt hier um die Ecke rumkommen. Und die habe ich sogar getroffen und rausgeholt. Sehr schön. Ja, das war der verdiente Kraken für die Scharnhorst. Sehr feines Spiel hier. 4 Zitadellentreffer, das ist harmlos. 5 Schiffe rausgeholt, 120 Zieltreffer. Dazu nebenbei hier noch den Auftrag abgeschlossen. Das ist okay. Unterstützer, wie gesagt, den Kraken freigelassen und Großkaliber. Da hat die Scharnhorst richtig was geleistet. Und mal gezeigt, wenn sie hier ganz oben an der Liste steht, was denn so zusammenkommt. 2537 Basiserfahrung, weit weg von allen anderen. Die Blischka des Gegnerteams hat das gut gemacht, führt ihr Team da weit an und hätte auch bei uns mit ihren Punkten gut gestanden. Ja, 351 Granaten sind rausgegangen aufgrund der Reloadzeit, 124 eingeschlagen, macht 162.000 Damage. Selber kassiert 43.000, aber durch das gute Hochheilen hier kann man das locker verkraften, also so viele Punkte sind da nicht weggegangen, aber immerhin 21.000 durch die Brände. Creditpunkte bringt die Scharnhorst auch gut ein, 576.000 gab es brutto, 101.000 gehen runter, bleiben 474.000, also auch das ein guter Creditmaker hier. Dann hatte die ganze dann auch noch 9.500 Schiffserfahrung reingebracht, 476 freie und da ich mit der Drachenflagge unterwegs war und den Captain hier am Ausbilden bin, 27.000, knappe 900 Erfahrung für den Kapitän. Die Drachenflagge ist dafür einfach ideal. Ja, auch ohne Premium-Konto kann man hier seine Credits gut aufstocken und seine Erfahrungspunkte. Also die Scharnhorst ist ein sehr schönes Schiff, das sehr gut geeignet ist, um seinen Credits und Erfahrungspunkten was Gutes zu tun und halt nicht ganz so teuer wie die Tirpitz. Fährt sich schön, ist gut zum Ausbilden. Von mir absolut Daumen nach oben. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Wenn ja, lasst auch Ihren Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch, wie jedes Mal, eine Handbreit Wasser unterm Kiel.